Höre dich. Ah, wundervoll. Hier ist Alexander. Es gibt da ein paar klitzekleine Komplikationen mit den Daten, die du für uns gehackt hast. Vielleicht ist es keine gute Idee, aber... Hey, Anka hier. Nein, Alexander. Sei einfach ruhig. Anka, was ist los? Langsam wird's persönlich. In den Daten waren sehr detaillierte Mitarbeiterinformationen. Deswegen haben sie die Relais so verteidigt. Einer der Namen war kein Unbekannter. Du musst mir nochmal seine ursprüngliche Mitarbeiterakte hacken. Ich muss wissen, ob es wirklich er ist oder nur ein komischer Zufall. Sag mir, wo ich hin muss. Da. Noch ein verlassener Außenposten. Angeblich sein erster Einsatzort. Seine Daten müssten also noch in der Datenbank sein. Ja! Wow! Ja! Thank you.
Ja! Anka, nähere mich dem Außenposten. Okay. Wie gehabt. Drei Relais müssen geknackt werden. Eins reicht auch, aber so geht es schneller. Und denk immer dran, die RDA schläft nicht. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Und jetzt den Strom umleiten. Danke für die Gaben. Huh.
Jetzt die Relais. Relais. Sie zerstören es. Das Relais. Nein, nein, nein. Unterwegs!
jetzt raus ins Freie! Ren! Hast du Angst vor dem bisschen Feuer? Ah! Das Relais. Was ist los? Seine Verwandten sind hier aufgelistet.
warst Lichtjahre entfernt. Bitte sag mir, dass du nicht an irgendeine Rettungsaktion denkst. Warum nicht? Weil er erwachsen ist, Anka. Und Teil der RDA. Er ist einer von ihnen. Das warst du auch. Und ich auch. Aber wir haben die Wahrheit erkannt und die Seite gewechselt. Lassen wir ihm die Wahl. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Hey, noch da? Bin hier. Ich melde mich mit einem Plan, wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe, Farid zu kontaktieren.